So, herzlich willkommen zur nächsten Folge von StarCraft. Und zwar üben wir ein bisschen das Mikro-Training. Und zwar gibt es hier eine schöne Map. Die heißt StarCraft Meister bzw. StarCraft Master. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Bin mir aber nicht sicher, ob die nicht vielleicht schon erneuert worden ist. Und zwar muss man da bestimmte Aufgaben erledigen. Und wenn man am Ende angekommen ist, hat man es dann quasi geschafft. Zum Beispiel solche Aufgaben wie mit den zwei Marines jetzt zum Beispiel den oh, ist das laut. Mit den zwei Marines diesen Salad umbringen. Kommt noch was? Abmarschbereit! Geht raus! Das ist jetzt auch relativ einfach. Einfach schön im Preis. So, das war noch relativ einfach. So, das ist schwerer. Das ist eben halt, man trainiert eben halt ein bisschen so jetzt hier in dem Fall das Hit and Run. Das können wir aber auch durchlaufen. So dass man quasi seine Protoss-Einheiten, in dem Fall der Protoss-Einheiten nicht wasted. Es gibt auch weiter schwerere Aufgaben. Hier sind wirklich schwer. So, bei so viele Dinge, das ist immer vorteilhaft, man sucht sich hinten irgendwo einen kleinen Chokepunkt. Eine kleine Stelle, wo die Linge nicht surrounden können. Weil wenn die Linge nicht surrounden können, machen die Berserker einfach im Verhältnis sehr viel Schaden. Und dann klären die Linge auch auf jeden Fall. Sollte jetzt hier auch, genau, nicht schief gehen. So, dann schauen wir mal. Hier ist, glaube ich, das Interessante oder das Wichtigste im Prinzip Focus Fire. What? Wie sieht das jetzt aus? Oh! Okay, also das ist in der Tat ein bisschen schwieriger. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier auch Hit and Run machen müssen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Also Hit and Run sehe ich jetzt nicht. Das, was wir machen können, ist vielleicht einmal Hit and Run. So für die. Oh. Geht sich nicht aus. Also das ist schon schwerer. Ziele fokussieren, ja. So heißt die Mission. So, wir werden jetzt einfach alle durchziehen. Ah. Das kann schon sein, dass es reicht, dass es nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das geht sich nie aus. Nee. Wir müssen hier von Anfang an super targeten.
Das wird da nichts. Ah, jetzt haben wir viel Lämmer. Aber das geht sich jetzt trotzdem aus. Trotz, dass wir jetzt einen Fehler gemacht haben. Also hier war Fokusfeuer eigentlich das Wichtige. Frühzeitig Fokusfeuer wahrscheinlich nur ein Stück zurück. So, haben die irgendwelche Sachen? Nee. Ziel wechseln. Okay. Okay, statische Defense ist eigentlich immer so, dass die... dass die quasi... immer wechselt, wenn die, wenn man außer Range ist, dann wechselt die halt immer. So, was haben wir hier? Enkelgraben dahinter halt. Okay. Hier ist, glaube ich, wichtig. Und zwar, wenn die Linge die Marines surrounden, dann schaffen die das. Wenn die Linge jetzt von außen angegriffen hätten, dann hätten die es gar nicht erst geschafft. Das heißt, so ein Surround von Lingen, dann halten die es auch gut aus gegen gute, also gegen viele Marines. Das ist ein typisches Szenario, was wir schon mal gesehen haben von Dingens. Von der Mission. Und zwar ist hier einfach nur wichtig, dass wir die Klippe die ganze Zeit immer hoch runterlaufen. Und das vielleicht ein bisschen eleganter machen, als wir das jetzt gemacht haben. Ah, und dann klappt das auch. Also Klippen hoch runterlaufen, also im Prinzip das Terrain nutzen, ist wichtig. Und ja, hier ist jetzt im Prinzip das Wichtige. Wir gehen im Prinzip rein und dann blinken wir uns jeweils immer hin. Ups. Schön erklärt, schlecht gemacht. Oder wir müssen vielleicht sogar das einzeln machen. Oh, nee, hinlaufen. Egal, so passt. Normalerweise wird er jetzt entsiegen und dann natürlich uns angreifen. Aber es ist in dem Szenario jetzt nicht vorgesehen. Wichtig ist, dass der Tank im Prinzip auf den anderen Tank mit drauf feuert, damit man zusätzliche DPS hat. So, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber das ist ganz interessant. So, wenn man jetzt hier eine runterlässt, was mit Absicht nichts. Okay, machen wir nochmal neu. Ich wollte eigentlich sagen, ich mache mit Absicht nicht zu spät. Das war es doch zu spät. Hä? Das war zu kurz. Man darf die nicht zu kurz runter machen. Okay. Bisschen länger unten lassen, damit die auch wirklich alle da in dem Bunker den Target wechseln, das Target wechseln. Was ist los? Regenerieren die? Ja, regenerieren tun die. Der brennt ab. Den hätte ich nicht verlieren müssen. Eigentlich Quatsch. So, und jetzt können die das eigentlich alleine knien. Richtig? Richtig? Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Nee, aber von der Idee her, sagen wir mal richtig, man kann das machen hier mit dem Switchen, damit man mehr DPS hat. So, und jetzt schiebt man sie alle runter. Der brennt sowieso gleich nieder. Und davon haben wir jetzt gleich genug. Dann geht das. Wir dürfen hier nur nicht zu sehr darauf achten, dass wir also zu spät sind. Aber das geht. Der brennt so schnell runter. So, mit 3 Schaden geht das hier auch deutlich entspannter. So, was haben wir hier? Okay. Wir gehen nach hinten. Das geht sich, glaube ich, gar nicht aus. Nein, die macht halt keinen Schaden, ne? Also ich muss jetzt erstmal hier leiser machen. Aber für mich leiser machen, für mich ist das zu laut. Ich muss doch schneller sein. Nee, zurück. Je mehr Ressourcen oder Energie kann man regenerieren. Hey, das geht sich aus. Sehr schön. Also wichtig war erstmal die Choke zu, also die Rampe zu blockieren. Weil alle auf einmal wären wir schon gestorben. What the fuck, das ist glaube ich hart. So nicht, sondern Dreck auf. Wir stellen uns der Dunkelheit. Euer Denken gleicht dem Tassadar. Und jetzt? So diene ich. Ist nicht noch einen zu, ne? Bisschen besser zielen und dann geht's. Meine Aufgabe. Wir dürfen sich nicht splitten. Ah. Wir dürfen nicht so lange stehen bleiben. Wir dürfen sich nicht splitten. Wir sind das Licht der Karte. Da, jetzt sieht's besser aus, ja. Aber wir dürfen ja. Müssen die ganze Zeit mehr oder weniger in Bewegung sein und uns nicht splitten. Ja, das ist hier mal Zeit. Der hat sich bestimmt auch verändert unterdessen, aber es ist von der Idee her eigentlich ganz cool. Du hast noch so und so viele Investoren am Platz. Zeit. Ja, und jetzt fängt es bald an, Rudi. Shit, das war schon zu langsam. Muss schneller machen. Wieso ist denn das jetzt so ein Planeten drin? Okay.
relativ genau versucht zu zielen. Okay, das sieht glaube ich gut aus. Okay. Ja, da muss ich nicht viel erklären. Okay. Achso, die sind ruckzuck weg. Und hier ist das wichtige Position halten drücken im Prinzip, ne? Die brauchen uns natürlich nur ein. Position halten drücken und nicht nur angreifen, weil. Na, jetzt müssen sie kämpfen. Jetzt habe ich schon zu lange Position halten gedrückt. Müssen überleben. Okay. Wir müssen ab und zu mal ein kleines bisschen angreifen. Aber größtenteils versuchen natürlich die Cannon zu deffen. Nur noch 7 Drohnen. 6. 5. Oh Gott. Okay. Das ist ein bisschen, ne? Nee, das muss schon funktionieren mit dem. Hör auf damit, hör auf damit! Okay, das war, ich habe mich verklickt. Ja, das kann aber schon spielentscheidend sein, wenn man genau in so einer Situation ist. Angenommen, es kommen unheimlich viele Dinge, was macht man? Panik schieben. Das ist ganz schön. Verwendet ganz schön ekelhaft, ne? Da. Und so geht's auf gar keinen Fall. Position halten. Einfach hier schon halten. Hey, machen wir nochmal neu. Der hat mich weggedrückt. Einfach nur Position halten. Aber die Idee dahinter fand ich jetzt gerade gar nicht so schlecht. Ja, das sieht besser aus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Müssen nämlich immer wieder alles einknabbern. Jetzt haben die einen einzigen Platz. Warum lief das vorher nicht so? Check ich nicht.
Egal. Also ein Auto-Attack ist immer so, dass es immer zuerst die angreift, die die wirklich auch Aggressoren sind, sag ich jetzt mal. Ja, alles andere ist nicht so. Alles war doof. So viele standen da nicht mehr, aber die Dinge zwar Quatsch. Ey, es darf hier nur keiner erstmal rankommen. Halt, halt. Nee, jetzt hat der, es ist der Falsche gestorben. Oh Gott. Also das hat was mit vernünftig Force Fields setzen zu tun. Oh nein, das ist draußen. Ja, es ist draußen. Das ist nicht so gut. Also, mir hat es ganz am Anfang besser gefallen, dass sie noch alle drin waren. Ja, das sieht jetzt relativ entspannt aus, ne? Ja. Also, Force Fields besser nutzen, nicht so wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Eine Seite zumachen, damit man von einer Seite schon mal nichts mehr auf die Fresse kriegt. Eine Aufgabe, Unorekai Atum. Ah, okay. Das heißt im Prinzip, den Typen da vorschieben. Halt. Ah, wie kriegen wir den denn da vorgeschoben? Lasst ihn durch, lasst ihn durch. Also wird jetzt schon zu spät sein. Ja, machen wir nochmal neu. Ey, müssen wir anders machen. Alles gut. Alles gut. Den packen wir nach hinten. Die packen wir nach vorne. Ja. Dadurch, dass wir den jetzt schon schieben konnten, macht das eben halt was aus. Ja, jetzt sollte sich das auch ausgehen. Die Lehre ist im Prinzip, dass man mit einem Archon Force Fields kaputt machen kann. Das ist das Wichtige jetzt in dem Falle. Und dass man so einen Archon auch schieben kann, ist eigentlich ganz cool. Okay. Vielleicht hätten wir das doch entschlossener machen sollen, ha? Huh? Warte mal. Oh, mein entschlossener. Welcher ist das denn jetzt? Scheiße. War ja Quatsch. Wir fangeln den einfach einmal. Ich mach das anders hier. Zack. Zack. Ja. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Ja, jetzt setzen wir uns dazwischen. Ich muss ja notwendig reinhalten, die Siege, nicht? Okay, das wird aber so nix. Okay.
Wie viel kosten Fangeln? 75. Sind noch mehr Fangeln, ne? Das finde ich gar nicht so schlimm. Ach, okay. Nein, ich dachte, der macht den einen Fangel noch. Oh, das ist nicht so einfach. Durch Pilzbefall, ja. Hab ich versucht. Geht nicht. Ist er schon da? Muss zweimal fangeln können? Viermal fangeln. Okay. Hat die auch laufen? Ja, so scheiße schnell laufen. Das reicht nicht. Jetzt kommen die frei. Sie kannst ja nicht die ganze Runde auflassen, muss ich 25 haben. Okay, also das finde ich tricky. Wahrscheinlich richtig gute Zergspieler würden es wahrscheinlich machen, das mal eben so. Okay, ich habe eine andere Idee. Dafür muss es aber sehr gut klappen. Letztendlich brauche ich ja nur die DPS von denen früher. Dann ist dazwischen. Jawohl. Geht doch. Das war schon schwieriger. WF abschubbereit.
Was sollst du denn machen? Ist ja nicht mein Geld. Achso. Es gibt den Trick, wenn WWFs oder Sonden eingesperrt sind, dass man sie quasi rettet oder rausholt, indem man auf die Mineralien abbauen klickt. Das heißt, WWF oder Sonde oder Drohne kann man zum Abbauen schicken. Und dann geht das. Oh Gott. Sage bei so einer Übung dann nicht das daran, dass ich mich da unheimlich konzentrieren muss. Oh. Stimmen, Hit and Run. Also Hit and Run ist bei so vielen Sachen wichtig. Da weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt in dem neuen. Immer damals so, wenn man seinen Strahl auflädt, dann wird er irgendwann dick. Da, jetzt ist er dick geworden. So, wenn er dick geworden ist, das ist jetzt falsch gewesen. Wenn er dick geworden ist, dann macht er mehr Schaden. Dann macht er mehr Schaden und hat auch, glaube ich, eine etwas höhere Reichweite. Ah, also zack, einfach rüberwechseln. Was hat er denn nicht gemacht? Eine Herausforderung hat funktioniert, aber es hat er das nicht gemacht. Hätte er eigentlich machen sollen, er hätte es übernehmen sollen. Hier ist, glaube ich, nur Waypoint setzen. Waypoint setzen. Und gucken, dass wir dann nach einem durchgehenden mit Shift-Befehl. Shift-Befehl quasi, dass wir eine durchgehende Strecke machen. Das ist alles wichtig, dass das Schiff bei ist. So viele Bärsdinge, ja, das ist. Ich sag mal so, wir brauchen den Monster-Split des Todes. Wir stehen vor. Wir sind die Klingen verwendet. Nein, nicht alle noch gleichzeitig. Okay, seid doof. Also so sollte man es machen, so schnell wie möglich alles klicken. Wir sind die Klingen genug meditiert. Na dann, wir stehen Orinchisa genug. Wir sind die Klingen gerechtig verwendet. Alter, das geht sich nicht aus. Meditiert. Ne, geht's grad nicht aus. Das, was auch gut funktioniert, ist, über die Minimap dann klicken. Orinchisa. Funktioniert eigentlich wir immer sehr gut, weil man die dann verwendet. Relativ na weit auseinanderziehen kann. Wir stehen nein, ach, das ist nicht so viel auf einen Augen. Wir stehen vereint. Das sollte ein bisschen schneller gehen. Wir sind die Klingen. Das sollte ein bisschen schneller gehen. Das müsste auch schneller gehen. Um den Erfolg zu schaffen, reicht es schon, wenn man sagt quasi, das reicht jetzt schon nicht mehr. Wir stehen Gerechtigkeit wird herrschen. Genug. Um das jetzt hier zu schaffen, reicht es, wenn man die in Steuergruppen packt. Dann wäre man jetzt schneller. Aber in Steuergruppen zu packen, sind wir mal ehrlich, das ist normalerweise nicht. Wir stehen vereint. Das, was man hat. Man hat nicht alle Berserker normal in Steuergruppen, ne? Aber da kann man hingehen und. Nee, du nicht. Ja.
Damit sollte sich das ausgehen. Ja. Jetzt geht's das aus. Also, letztendlich ist hier die Lehre. Je besser der Split ist, desto besser tradet man. Das ist jetzt Ling Baning Micro. Das kommt schon mal häufiger vor. Also, wenn man Zerg spielt. Nein, 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 nein. Oh nein. Nein. Oh nein, das war noch nicht mehr viel über. Oh shit. Ich muss meine Dinger wegkriegen. Weil die wasten sich gerade da vorne. Ja, easy. Ja, best Dinge machen lassen. So, es wird aber noch richtig ekelhaft irgendwann. Einzelkämpfer, klar. Getarnte Banshees. Was war das denn? Schütze. Okay. Schade. Obwohl sie es. Bereit machen, Jungs. Wie bitte? Was wofür die Übung war, ist mir ein bisschen schleierhaft. Oh, das ist cool. Das mag ich. Das sind im Prinzip hier Dingsauger. Ich mag Dingsauger. Oh. Ich will nicht springen. Nee, auch nicht zurücksetzen. Ey, wo sind wir denn hier? Geh nur weg. Scheiße. Ich hab mich verdrückt. Zählt nicht. Ich bin die Stimme. Gehen wir nach unten hin. Das ist schon spät. Und sehr spät. Jetzt haben wir eine verloren. Eine Blinkstalker. Ein Blinkstalker finde ich cool. Das macht mir Spaß. Und jetzt wird's ekelhaft. Und jetzt wird's ekelhaft. Kalt erleuchtet mich. Ich sehne mich nach dem Kampf. Schau, lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich glaube, das war nicht richtig, nee. Nee, das war nicht richtig. Ihr seid auf mich angewiesen. Zeit für den Kampf! Wir stellen uns der Dunkelheit. Wurmfels online. Ich durch. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh. So, die müssen wir zuerst nehmen. Die müssen zuerst wegmachen. Oh nein. Die müssen die zuerst wegmachen. Die sind ganz fundamental wichtig, dass die weg sind. Ich glaube, die halten sogar einen Schuss aus.
nahen Programm. Errichtet mich. Wir können nicht standhalten. Ich hab ein Problem. Erklärt euch. Nein, ich hätte dich viel früher machen müssen. Weil er regelt. Oder? Oh nein, die Zeit ist um, Ich sag's doch, ich hätte es früher machen sollen. Aber so funktioniert's. Also zuerst mal gehen wir mit dem vor. So, machen hier einen auf den. Ihr verbindet euch. Ihr geht erst da drauf. Du gehst dann da drauf. Solltest du ja jetzt hinkriegen. Unsere Gedanken sind kalt. Als zweites das, als drittes das. So, auf geht's. Ich vernahm eure. Wir können nicht standhalten. Und jetzt? Nehmen wir auf jeden Fall noch was hören. How? Is this possible? War doch gar nicht schlecht. 1, 2, 3. Laufen ja schon viel zu weit, viel zu früh vor. Ging ja schon Shots ab, ne? Euer Denken. Das ist ja, dass wir nur mit dem Splash arbeiten müssen. Wir stellen uns der Dunkelheit. Siravec, Kraior! Meine Aufgabe. Wir können nicht standhalten. Ich vernahm euren Ruf. Wir sind eins mit den Schatten. Ich bin die Stimme. Die Verschmelzung. Ich meine, ich kriege ja weniger Schaden erstmal, ne? Lass unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich sehne mich nach dem Kampf. So, jetzt sollte es aber gehen. Auch vom Timing her, ja. Okay. Bisschen nachgedacht und dann geht das schon. Aber wie gesagt, das sind alles die alten Units, ne? Also es kann sein, dass es so nicht funktioniert und nicht 1:1 drüber nachdenken. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die DTs oder den DT da. Und man muss
ich jetzt den eigenen. Ja, GG, das war nix. Man muss versuchen, die eigenen Leute wegzuschießen und mit dem Splash quasi die DTs mitzuerwischen. Aber das war zu früh. Okay, jetzt haben wir es erwischt. Jetzt haben wir ihn erwischt. Jetzt haben wir nämlich weniger Worker verloren, als wie ganz am Anfang. Oder wenn wir die DTs gar nicht hätten, dann würden wir alles verlieren. Das ist, glaube ich, eine richtig fiese. Bestätigt. Kein Problem. Gut. Schön erledigt. Waffe bereit. Bin unterwegs. Bin gleich da. Ich glaube, hier kommt es sich jetzt darauf an, dass die Banshee eigentlich eine höhere Range hat. Dass nicht alle schießen können, wenn überhaupt nur links schießen. Das ist natürlich nichts, was ihr in der Ladder machen solltet, ne? Also mit einer Banshee hier rumhantieren oder sowas, das funktioniert vielleicht. Kann sein. Ne? Aber es kostet halt einfach viel zu viel Zeit, ne? So, wir brauchen jetzt noch 4-5 Schüsse, glaube ich. Das lohnt sich auf einer Ladder nicht, ne? Da unterdessen kann man alles andere gemacht haben. Jetzt kommt was. Wie bitte? Das werde ich nicht schaffen. Werde es nicht schaffen. Brauche Lagebericht. Klingt gut. Was damit? Nein! Ich schaff's nicht. Ich schaff's nie. Also das ist immer so ein Knackpunkt, wo du denkst, alles klar, liebe Leute. Warum? Wie bitte? Wird gemacht. Den haben wir schon verpasst. Die haben wir schon verpasst. Komm, Arsch. Das ist nur. Klar. Ja. Raus damit. Bereit machen, Jungs! Los! Verstanden. Worauf soll ich zielen? Richtig snipen. Das ist das, was ich. Das ist wirklich das, was ich nicht kann. Aber wir können leider auch nicht vorspulen, irgendwo anders hin. Das ist natürlich auch so fies, ne? Okay, hilft alles nix. Auf geht's. Verstanden. Ah. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Oh mein Gott. Ich muss lieber so mal, glaube ich. Nein! Kann ich nicht einfach zur nächsten wechseln? Geht nicht mehr. Ach doch, das geht. Dann lassen wir den eben erstmal aus. Weil das ist so meine Schwachstelle. Was haben wir hier? Ein Tänzchen gefällig. Ja. Kommt noch was? Abmarsch bereit! Warum nicht? Befehle erhalten!
theoretisch funktioniert es genauso wie das erste oder das zweite. Problematisch ist genau das. Wenn das passiert, bist du im Arsch. Das hat aber nichts mit dem wahren Leben nach zu tun. Ne? Also es hat nichts mit dem irgendwas zu tun. Das ist überhaupt nicht. Dann lassen wir die lieber ein bisschen hinterherlaufen. Dann machen wir die Kurve ein bisschen größer. Und dann kriegen wir es auch safe hin, hoffentlich. Dauert ein bisschen länger, aber es geht. Okay, perfekt. Ja. Danach kommt noch eins. Das ist auch relativ schwierig. Was ist das Ziel? Können wir sie aufsammeln? Wo ist der Notfall? Ah, ich darf das nicht wegfahren lassen. Das ist so nervig sonst. Was ist denn mit ihm? Wieso kann er nicht Position halten machen? Was gibt's? Wir warten nur auf dich. Ich bin gleich da. Gibt es hier keine Position halten mehr, bitte? Ja, wow. Eigentlich kannst du neu starten. Du musst es schaffen, also das, was hier eigentlich interessant ist, was wichtig ist, im richtigen Augenblick liften. So, das war gut. Das war gut. Das war okay. War nicht ganz so. Jetzt sind die nicht mehr synchron. Muss eigentlich auch schneller gehen. Ich verstehe nicht, warum das jedes Mal Mini wegfährt. Es muss so schnell gehen, dass sie jedes Mal versuchen, den Panzer zu schießen, auf den Panzer zu schießen. Aber es jedes Mal nicht schaffen. Ist nicht ausgeladen. Was ist denn für ein Befehl? Der hat doch die 10. Ausladen ist voll. Alles klar. Dann bleibt er wenigstens die ganze Zeit da. Okay. Das ist aber kacke. Es bringt mir nichts mit dem V, das ist langsamer. Das ist echt Übungssache. Zurücksetzen. Das ist eine Runde, was neu geschaltet ist.
Tja. Also eigentlich wollte ich euch das Ding auch nur vorstellen. Es ist zum Kotzen, dass das Medivac so weit wegfährt. Es ist zum Kotzen. Ihr wisst jetzt, um was es geht. Ja, das ist auch noch so eine Runde. Ihr wisst jetzt, um was es geht. Und ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr darauf Bock habt, ich zeige euch das nochmal eben, wo das ist. Damit ihr das sehen könnt. Damit kann man eigentlich wirklich Microtraining machen. Das gibt es auch noch mehr. Das ist hier ganz normal, wenn ihr hier eingibt. StarCraft Meister. Aber bei Arcade. Arcade und alle. So, dann findet ihr das hier. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn das Video mal wieder, oder wenn das Video diesmal ein bisschen länger gedauert hat. Es gibt auch viele andere Sachen, die auch noch interessant sind. Dazu werden wir aber noch kommen. Es gibt noch APM-Training, das ist vielleicht noch interessant für viele. Micro-Practice ist wohl hot. Ich weiß nicht, ob es das auch für den anderen gibt. Für das fürs neue Adder, also neu in Anführungsstrichen. Müssen wir mal gucken. Ich gucke mir das an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.